Das ist Inge. Inge ist ein Multitalent. Sie ist sowohl Journalistin als auch Künstlerin und vieles mehr. Zu ihrem 70. Geburtstag hatte sie die Idee, einen Film über ihr künstlerisches Leben zu machen. Da komme ich dann ins Spiel. Denn ich habe bereits einige kleinere Image- und Produktfilme gemacht. Also haben wir zusammen überlegt, was wir in diesem Film zeigen wollen. Als gemeinsamer Nenner ihrer vielfältigen Talente hat sich die Poesie herausgestellt. Später habe ich eine Lehre gemacht in Gebrauchsgrafik, wo ich zu nichts zu gebrauchen war. Wo ich den ganzen Tag nur solche fantasievollen Aquarellbilder malte. Und ich hatte einen reizenden Chef, der sagte immer Gretchen zu mir, weil ich so naiv war. Und dann sagte er manchmal, Gretchen, würdest du für mich auch mal was Lukratives tun, mir so ein paar Formate aufzeichnen. Aber die ganze Lehre habe ich immer nur fantastische Bilder gemalt. Jazzmusiker unter Wasser und so. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir nicht wissen, dass uns die aktuellen Ereignisse einholen und den Film in eine ganz andere Richtung führen würden. Und Beuys hat gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Dann hat er eine große Kontroverse mit Rückriem gehabt und Rückriem hat gesagt, in der Kunst ist alles anders. Dann habe ich gedacht, wie kann man dem jetzt näher kommen? Wenn jeder Mensch ein Künstler ist, dann müsste er es mit dem Risiko des Künstlers auf sich nehmen. Der Künstler ist immer ein potenzieller Selbstmörder, weil er sich wahrscheinlich nicht ernähren kann die nächsten Jahre. Und wenn jetzt jeder Mensch ein Künstler ist, nimmt es jeder mit dieser Situation auf? Seit über 40 Jahren arbeitet das Bestattungshaus Pilatz mit der Synagogengemeinde Köln bei der Beerdigung ihrer Mitglieder zusammen. Wir haben das Angebot von Frau Drews, die Fotografien des jüdischen Friedhofs aus Krakau hier in unseren Geschäftsräumen zu zeigen, gerne aufgegriffen. Wir wollen damit auch unsere Verbundenheit mit der Synagogengemeinde sichtbar machen. Frau Drews hat vor einigen Jahren bereits ihre Impressionen von Pariser Friedhöfen hier bei uns gezeigt. Man könnte sie, so denke ich, fast als Multitalent bezeichnen. Sie ist als Fotografin, Journalistin und Lyrikerin tätig und hat darüber hinaus in Psychologie promoviert. Und sie hat, wie man hier wieder sehen kann, eine besondere Liebe zu Friedhöfen. Besonders verlassene Friedhöfe haben so ein Fluidum, als wäre da jemand. Man soll ja den Tod lernen. Das ist ja unsere eigentliche Aufgabe. Insofern kann man das als Aufgabe sehen. Meine Mutter wollte Schauspielerin werden und landete in meines Vaters Metzgerei, was sie wohl immer sehr, sehr berührt hat nach wie vor. Und sie stand dann in der Küche und rezitierte endlos, aber in einem astreinen Hochdeutsch und erschreckend korrekt. Auf der Heid ein Wolkenschatten fährt dahin, das Menschenleben zittert. In des Lebens Mitte sind vom Tode wir umgeben. Und der Tod, der grimme Schütze, Helings ohne Köcher klirren, tritt er an. Und unaufhaltsam Pfeil um Pfeile lässt er schwirren. Dann kam er zu einer Schlusszeile immer. Und er bläst sein Horn und immer ganz hohl. Und er bläst sein Horn. Es war fürchterlich. Und alle müssen an den Tanz sie treten, ob sie lachen oder weinen, ob sie fluchen oder beten. Und ich stand ganz klein in der Küche und sie war ganz groß. Und der Tod war der allergrößte. Was die Poesie ist, ist schwer zu sagen. Alles, was man darüber sagt, ist Blabla. Die Poesie spricht sich selbst im Bild oder spricht sich im Gedicht. Und wenn sie das tut, ist sie dem Menschen gewissermaßen eine Nahrung für die Seele, die ja sonst nicht viel bekommt. Sie bereichern mich. Ich bin ja mit den Farben allein. Während man im Leben mit den Personen zusammen ist und sich natürlich von den Farben beeinflussen lässt.
zum Beispiel, was sie gerade anhaben. Das mache ich selber ja auch. Man zieht irgendetwas an, wozu man gerade ein Verhältnis hat zu den Farben. Wenn ich aber male oder koloriere oder überhaupt oder auch in den Fotos auch mit Farben umgehe, dann ist das so eine Bereicherung, weil die Farben zu mir sprechen quasi. Leider in dieser Zeit hat gesagt, die Farben sind Engel. Und das ist so, die Farben kommen zu einem, ne, und erzählen selber was. Ich denke, wir bemühen uns hier nach Kräften zu zeigen, dass es faszinierend sein kann, zu erkunden, dass Sprache keineswegs immer das heißt, was sie heißen muss. Frau Dries, ich nehme ein Gedicht von Ihnen. Ja. Das Gedicht heißt Rose. Du musst hinaus, das Ewige zu sehen und das Verbundene. Ich sah eine schöne Frau mit einem rot geschminkten Mund und einer roten Rose in der Hand zum Friedhof gehen. Rose ist eine Blume, Rose hat rote Blätter, Rose blüht dann und dann und blüht so und so lange. Und nun schreibt eine Lyrikerin ein Gedicht namens Rose und empfängt mich mit drei Zeilen, die schwierig sind. Du musst hinaus. Wer wird der Uneingeweihte fragen? Ich? Wieso muss ich hinaus? Ach, du Rose musst hinaus. Was musst du denn draußen? Blühen? Schön sein? Das Ewige zu sehen und das Verbundene. Das macht es mir schwierig, weil ich noch nicht weiß, was ist denn hiermit als verbunden zu empfinden. Und dann haben Sie dieses konkrete Bild, wie in den Dinggedicht von Rilke oder wie im Imagismus in England, in englischer Literatur, was ich ja sehr schätze. Sie malen mit den Wörtern, sie analysieren ja nicht, sondern sie zeigen ein Bild. Und imagistische Lyrik will mit den Worten das tun, was dem Maler mit dem Pinsel tun. Und jetzt beobachten Sie eine schöne Frau mit rot geschminktem Mund und einer roten Rose. Schön, rot geschminkt, rote Rose. Die Farbgebung hier ist entscheidend. Durch den rot geschminkten Mund bekommt die Frau etwas Rosenhaftes. Eine rote Rose ist das blühende Leben, ist Lebenskraft, ist voll im Saft zu stehen. Der rot geschminkte auch. Und die Frau ist schön, so wie die Rose schön ist. Aber zusammen stricken sie diese beiden Dinge auf dem Weg zum Friedhof. Haben also ein trauriges Bild. Und wenn ich dann zurückgehe an die ersten drei Zeilen, wird mir so langsam klar, wie tief das Gedicht ist. Denn hinaus müssen das Ewige zu sehen, das müssen wir schließlich alle auf dem letzten Weg zum Friedhof. Und mit diesem Symbol der Schönheit verbinden sie also Lebenskraft, Lebenslust mit Lebenstrauer und Lebensende. Und dann wird mir endlich klar, was das verbunden ist. Nämlich der Zyklus des Lebens, das Werden und Vergehen. Wie die Rose blüht und verwelkt, so werden auch wir verwelken und am Friedhof finden, etc. Die Lyrik will ja irgendwie schon in die Ohren getragen sein. Okay.
die Jazzmusiker betreffen. Und die heißen What is all that jazz about? Jazz Musician on Tour. Was machen wir denn jetzt mit der Musik? Ich glaube, wir spielen mal von Josef Köstner zweimal die Melodie Autumn Leaves und mal sehen, wie du es da ausdrückst. Dann werden wir es sehen. Was soll ich denn jetzt dazwischen fahren oder was? Nein, wir machen zweimal Autumn Leaves. Gerd spielt, ich begleite ihn und dann schauen wir dich an. Gut. Erkunde, was die auch miteinander tun, die Farben. Die tun was miteinander. Also Goethe hat da so Forschungen drüber angestellt, wie die Farben zueinander stehen und dass der Mensch auch daraus immer etwas schließt. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, wie die Theorie war. Also die Farben sollten etwas Kostbares sein. Und sie hatte etwas entdeckt für sich und für andere natürlich, das ich bezeichnen würde als romantische Wahrheit. Ach, das habe ich noch nie gehört. Das ist romantische Wahrheit. Das ist das, was auch durch Artikel, die ich geschrieben hat, besonders in dem Buch über dich, dass da durchkommt, ganz klar. Die Wahrheit hat bei ihr etwas Verzauberndes. To you.
My energy came back up in the beginning. Oh, I didn't remember it at all. You were so present. So, you know, like, yeah, that is the professional. The musician can handle that all, you know, like an artist from the circus who also must go on the things when he's tired. And I think that people in normal professions cannot imagine this. No, they think they see the glitter and the glamour. Yeah. In fact, not everybody also that is inclined to this profession because it means, you know, a lot of time and stuff. Yeah. And all this personal surrounding the artist, they are always awaiting something. You have to go to travel. There's a lot of cancellations and this Hungarian ballads and so on. And most of the musicians, when they grow old, they also go back in mind to their country. Yeah, absolutely. And it can be established in jazz. It's so funny. But for the audience, it's sometimes difficult because it becomes more and more aligned. All can be integrated. You know, that's not difficult, I'm sure, for the audience. It's the language is simple and direct. The audience, yeah, there's always true. Going to be an artist. We went on tour all over the place. We were in Thailand. Yeah. Believe it or not, we were in Thailand on a long tour with... I was there with the singing with the Dizzy Gillespie All Stars Big Band, with Moody and all these people, Jimmy Heath, Frank West. And believe it or not, the King of Thailand is a big fan of James Moody and plays tenor saxophone. So he occasionally invites American musicians over to the court to jam with them. And he used to play tenor saxophone. Yeah. And my mother and my father, they met at a jazz concert. And they used to go to jazz concerts. So when I was born, when I was a baby still, they used to bring me along, I mean, a little child, to jazz concerts. Yeah. And I saw that I dug it. I saw when you flirted with a child there. Yeah, the children were very much listening. The children love jazz. Yeah, they do. They swing. Das hat mir Freude gemacht. Lebendige Frau, weiß genau, was sie will, hatte sehr viel eigene Meinung. Sehr frech, sehr natürlich, sehr spontan und ist eine typische Jazz, ein typischer Jazz-Mensch. Ich begleitete also Inge nach Frankreich, wo sie an dem Satire-Salon in Saint-Just eingeladen war. Der Pferd gemacht. Der Biss ins eigene Fleisch. Nun kommt es wieder. Ausgefärbt. Das alte Wort. Ich war ja 20 Jahre, als ich in Paris war.
Und ich habe immer so einen Kontakt zu mir als 20-Jähriger. So als wäre ich gar nicht besonders anders geworden. Und nicht wesentlich. Wobei man jetzt sagen könnte, dann hast du dich ja gar nicht entwickelt. Ich habe natürlich völlig andere Dinge gemacht. Ich habe dann angefangen zu schreiben und die Malerei rückte wieder in den Hintergrund. Aber ich glaube, die Dinge, die man als junger Mensch träumt, wie der Bloch gesagt hat, ihr sollt nicht vergessen, die Träume eurer Jugend, die gehören zu einem. Und wenn man an so einen Ort, dann ist das ein magischer Ort, zu dem man zurückkehrt. Am nächsten Tag mit meinem Zeichenblock und wollte nun die Klasse für das Aktzeichnen suchen, weil ich wusste, dass das Aktzeichnen das Wichtigste von allem ist. Und fragte dann einen der jungen Franzosen, die auch die Prüfung bestanden hatten und da herumsaßen und lästerten. Ich hatte dann wieder eine so herrliche, falsche Formulierung und fragte, wo ist hier die Klasse für die Nackten? Où est la classe pour les nus? Und da sagte einer der Franzosen, irgendwo in der Fokker cherchez, prenez-moi. Sie sind natürlich nicht alle berühmt geworden, aber so. Wie fühlst du dich denn hier so an der Stätte deines? Dass das eine ganz besondere Kunstschule ist und die, alle Leute, die hier studiert haben, dass sie das nie vergessen. Weil so eine Schule gibt es ja einfach gar nicht. Wenn du dir die heutigen Kunst- und Design- und Akademien anguckst, dann hat das natürlich nie so eine Tradition. Es hat immer noch was von dem Abenteuer, dass man so aus dem Rheinland, aus einem Vorort kommt und schreibt sich hier ein und macht die Prüfung mit und ist dann eigentlich völlig erstaunt, dass man so einen Kindertraum hatte und geht auf einmal durch diese Schule, als ob man dahin gehörte, als ob man immer schon dahin gehörte. Und das ist, hat auch so einen Zug von Abenteuer. So eine kleine Blume nur, c'est vrai? Oui. C'est vrai, c'est la beauté. Ça, ça donne un bonheur, quoi. Donc, les fleurs, c'est quelque chose de magique. Das gibt's. Die Blumen sind magisch. Vous trouvez que les fleurs sont de la poésie? C'est de la poésie. Mm-hmm. Moi aussi. Les fleurs, vraiment, c'est de la poésie. On peut dire plein de choses avec les fleurs. C'est la peinture de la nature. Exactement. Et la nature, c'est le mieux, ça a le plus grand savoir des couleurs. Je ne sais pas des couleurs. Plus que les peintres. Ouais. Donc. Also mir hat ein junger Franzose erzählt, der sich sehr für Poesie interessiert, dass der Obama eine Art Seminar einrichtet für Poeten. Ich glaube, dass das das neue Amerika ist. Parce que quand l'Amérique dit que c'est le pays de la liberté, dans ce cas-là, le jour où il y aura un président vraiment comme lui, qui a envie de changer les choses, also non, man dira, sagt c'est immer, vrai. Land ist das das Land der Freiheit. Ils peuvent donner des leçons de morale aux autres pays, mais pour l'instant, ils sont mal placés pour le faire. Qui? Les Américains. Et même beaucoup de pays d'Européens aussi sont très mal placés, oui, pour donner des leçons de morale et dire on doit envahir l'Irak. Il ne fallait pas envahir l'Irak, il fallait also, juste virer Saddam Hussein. Früher waren das mal Länder, die die Moral irgendwie sagen konnten. Die können jetzt, können jetzt nicht. Je crois que tous les pays se seraient bien réunis pour virer Saddam Hussein sans faire une guerre qui revient à énormément de morts pour rien. Pour rien, juste aussi pour le pétrole. Ja, also zum Beispiel der Irakkrieg, wo so viele Menschen für nichts wie für das Öl sterben. Das, also ein Land kann nicht mehr irgendeine moralische quasi ein moralisches Vorbild sein. Hm? Mais il y a plus de mur, il y a plus de Est-Ouest comme avant. Es maintenant, gibt nicht mehr die Mauern. Maintenant, on va recommencer Est-Ouest. Parce jetzt, que pour relancer l'économie, also zwischen Ost und West die Mauer, aber jetzt fängt man wieder an, die Mauer wieder herzustellen. In den Köpfen. Ja, oui, c'est vrai. Ich habe mir mit 12 Jahren vom Taschengeld ein Buch zusammengespart. Ich weiß nicht mehr, vielleicht hat das damals 5 Mark gekostet. Das wäre ein Vermögen gewesen, wenn man, hatte man was zu sparen. Das ist ein Buch von Honoré Daumier. Das war das eine. Ich hatte es also mit der Zeichnung. Und das andere, den liebe ich auch heute noch, das ist der Hans Holbein. Von dem habe ich mir dann auch wieder Bücher gekauft. Hier steht es auch irgendwo drin. Meine ersten Kunstbücher sind diese wunderschönen Porträts. Also vielleicht habe ich auch den Hang zu Porträts von Holbein und den Hang zur Satire von Daumier. Also irgendwo hat man doch in seinen ersten Dingen, die man liebt, steckt man doch wirklich drin.
Nicht eigentlich psychologische Analysen. Vielmehr geben sie Rätsel auf, weil es Synthesen sind. Synthesen aus einer Grundform. Die, da möchte ich hängen, wenn's nicht stimmt, ihr eigenes Gesicht ist, das in das Gesicht eines anderen, einer anderen, hineinblickt. Oder es blickt ein anderes Gesicht durch ihres hindurch. Das Unverwechselbare hier wird's Ereignis, mühelos, wie es scheint. Aber was wissen wir von der Mühe der Künstlerin? Inge jedenfalls lässt sich nicht zuschauen. So, denn man befand sich ja mit 12 Jahren schon in der Welt der Vorspiegelungen, wo die Menschen machen einander ja sehr gerne etwas vor. Der Daumier war so, als hätte er dahinter gesehen. Ne? Was spielt sich dahinter ab? Der Jürgen Becker hat über dich gesagt, die Gedichte von Ingeborg Drews sind zugleich die Gedichte einer Malerin. Ihre Erfahrungen sind zunächst von visueller Art, aber offenbar bleibt etwas offen, dass sich einen Weg in die Sprache sucht. Mhm. Ja. Im Gedicht bildet sie dagegen etwas ab, was sonst ungesagt bleibt. Was dabei entsteht, sind wieder Bilder, aber es sind poetische, in der Sprache des Gedichts gefundene Bilder. Also er hat so meine Gestalten beschrieben. Die Poesie in Ingeborg Drews finden grafische Arbeiten in ihren Radierungen, vor allem tauchen immer wieder literarische Themen auf. Szenen aus der klassischen und modernen französischen Literatur, Balzacs mächtige, ungezügelte, Stendals fein ziselierte Jünglinge, Flauberts, Emma Bovary, Prousts adelige Salondame. Deutsche Märchen werden in Szene gesetzt, als Bühnenbildnerin ist sie noch nicht entdeckt, aber vielleicht versteckt sie sich auch davor. Sie will zeichnen, malen und zwar das, was sie will. Was da manchmal bei ihren Theaterszenen, ihren Zirkusbildern, ihren Clowns illustrativ aussieht, ist zweckfrei. Meine Mutter beobachtete Ed Marriott Schmitz eines Tages auf dem Friedhof, als sie das Grab richtete von ihrem verstorbenen Mann und dass sie pausenlos mit ihm sprach. Meine Mutter neugierig, es hat sich dann genähert und wollte hören, was die Margot Schmitz mit ihrem verstorbenen Mann spricht. Und er hat sie vernommen. Jetzt häste mich das ganze Leben lang geärgert. Mordst du auch noch für mir stirbe? Musstest du auch noch vor mir sterben? So sprach sie mit ihrem alten Ekel. Und das ist so ein Beispiel. Es ist mehr populär. Die Poesie ist ja auch nicht so populär. Die Poesie ist nie populär. Die la Poesie et l'humour nécessitent la culture. La caricature, ja, also die Poesie und der Humor brauchen die Kultur. Ja. Während die Karikatur kann auch vulgär sein. Es ist einfacher. Ne? Es ist einfach ein leichter zu machen. Ja. Sehr schön. Comme on dit, Kunst. Kunst, ja. Aber es ist zum Beispiel einem Menschen, der mit diesen Dingen nichts zu tun haben will, und das sind die meisten Menschen, denen es unheimlich ist, mit dem Nicht-Gewussten zu tun zu haben. Und wir haben ja einen Berg von Nicht-Gewusstem. Was wir wissen, ist ja so winzig. Es ist ja fast nicht da. Im Grunde ist es so verschwindend gering, was wir wissen, dass wir sagen könnten, ja, das ist gar nicht da. Wir könnten davon viel eher sagen, das ist gar nicht da, als von dem Ewigen, von dem Vielen, was wir nicht wissen. Das ist doch greifbar. Es ist doch greifbar, dass pausenlos spricht sich ein Mensch aus und du weißt nicht, wer er ist und was hat er denn gemeint. Pausenlos merkst du, dass du etwas nicht weißt. Thank you.
alten Zeitschriften, die bis immer rebellisch auch Stellung genommen haben. Der Poet ist ja auch rebellisch und der Humorist ist gewissermaßen, der ist nicht leise, der Humorist ist auch rebellisch. Der Franzose hat das immer, Daumier ist ein wichtiger Zeichner in Frankreich. Ich weiß nicht, ob wir einen Satiriker haben. Ich überlege gerade in der Zeichnung, Wilhelm Busch. Wilhelm Busch war ja auch Maler. Es ist beispielhaft, dass er auch Maler war. Und im Wilhelm Busch Museum gibt es natürlich viel über den deutschen Humor, über den Humor in Deutschland. Die anderen sagen ja immer, wir hätten keinen Humor. Die Karikatur ist die Sprache der Straße. Die Karikatur ist manchmal auch vulgär. Der Humor ist ein ganz anderes Ressort. Es sind verschiedene Felder. Und der Humor ist tiefsinnig. Er hat zu tun mit Metapher, mit Vergleich, mit Wortspiel und er ist der Poesie verwandt, während die Karikatur mit Poesie nichts zu tun hat. Dass im Moment hier eine Ausstellung von Honoré Daumier in der Bibliothek des Dorfes stattfindet. Und diese Ausstellung ist sehr ausführlich und ruhig und gut gehängt. Mir gehen dabei Gedanken durch den Kopf, dass ich als ersten Zeichner den Honoré Daumier geliebt habe. Und dann auch parallel Hans Holbein. Was für ein 12-jähriges Kind wahrscheinlich nicht so das Allgemeine ist. Ich kaufte mir 2 Bücher, eine von Holbein und eine von Daumier. Und dann studierte ich Daumier, der so die Hintergründe der Gesellschaft aufdeckte, der die Advokaten zeichnete und die Bürger. Und die Heimlichtuereien und er hatte das ganze Programm, aber er war als Zeichner nicht primär ein Karikaturist, vielleicht war er überhaupt kein Karikaturist, er war auch Maler. Also er hatte so malerische Landschaften oder aber Tiere zeichnete, er konnte das alles zeichnen, was die Karikaturisten auch können. Aber Daumier war eigentlich ein Maler. Das sieht man auch an den Interieurs und Exterieurs oder an so bestimmten malerischem Strich, der ist wie Pinselstrich. Oder die Schattierungen sind auch wie in der Malerei. Die poetische Zeichnung und auch die poetische Malerei, zum Beispiel ist Spitzweg, wenn man jetzt mal einen volkstümlichen nimmt, durchaus ein malerischer Poet, der auch den Poeten dieses Bild von dem Poeten mit dem Regenschirm in seiner Kemenate gemalt hat. Und von der Zeichnung, wie die Wirkung der Zeichnung ist, hat Lou gestern sehr bezeichnend gesagt, dass die Betrachter von der Zeichnung nichts wissen, dass die Zeichnung etwas Gefährliches ist und dass deshalb auch in politisch brisanten Situationen der Zeichner oft eingesperrt wird, auch angegriffen oder ausgeschlossen. Er darf in bestimmte Räume nicht mehr hinein, er darf bestimmte Menschen nicht treffen. Und er sagte dann, die Zeichnung ist doppelt gefährlich, weil die Menschen nicht wissen, was eine Zeichnung ist, wie sie entsteht, wie man zur Zeichnung kommt. Und B, auch oft den Hintergrund des Karikaturisten nicht wissen, was er jetzt gerade meinte. Es geschieht unbewusst. Sie sehen, der Affront kommt unbewusst. Und sie würden sich selber nicht deklarieren können, der hat das jetzt so und so gezeichnet. Und deshalb wirkt das auf mich wie eine Ironie oder wie eine Feststellung, was politisch gerade los ist. Ich finde übrigens, dass die Engländer diese Weisheit des Humors mehr schätzen als wir. Bei uns gilt der Humor immer wie sowas Populäres, Witzchen machen und so. Aber der Humor gehört zum Tiefsinn und die Poesie gehört auch zum Tiefsinn. Und die Metaphern kommen in beidem vor. Man macht in Gedichten Metaphern. Wenn Gedichte keine Metaphern enthalten, sind sie zu offensichtlich. Und der Humor hat auch was Hintergründiges. Also die Andeutung gehört in den Humor, die Metapher, der Vergleich, das Sprachspiel. Und deshalb ist da Verwandtschaft. In der Poesie gibt es eine große Verwandtschaft mit der Malerei, die immer mit dem Bild zu tun hat. Und Poesie hat auch mit Bild, bildhaftem, anekdotischem auch und mit dem Angedeuteten, wie heißt das Wort? Also mit dem Vergleich, mit dem hintergründigen Vergleich hat die Malerei auch zu tun. Wie das Haus der Ewigkeit, wie Frau Pilatz sagte. Das ist, oder im Jüdischen ist das Grab, bei der Ausstellung der jüdischen Fotos, sagte der Herr Günther, glaube ich,
bei uns ist das Grab das Haus der Ewigkeit. Und das leuchtet mir sehr ein. Und die Juden lassen ja ihre Steine auch, die lassen es ja so. Es verwildert, also dass ein verwilderter Friedhof ist noch friedlicher. Wo die Natur wieder ihre Ranken bildet und wo die Poesie des Friedhofs eigentlich zum Zuge kommt. Da ruht jemand, den könnte man auch in Ruhe lassen. Also wie die Juden das machen, finde ich das vorbildlich. Sie schlicht zu beerdigen, jeder gleich, in der gleichen Kiste, und dann das Grab der Natur überlassen, das Haus der Ewigkeit. Das ist ja praktisch wieder wie ein Paradies. Du schreibst deinem toten Freund Paul immer noch Briefe. Ja. Warum? Ich habe einen Freund, den habe ich seit dem 15. Lebensjahr, und es gibt bestimmte Dinge, die ich nur mit ihm besprechen kann. Nun ist er vor einem Jahr gestorben und ich spreche immer weiter mit ihm und ich erhalte auch Antworten, weil er ebenso spricht, wie er ist. Und für mich ist er. Und ich schreibe ihm nach wie vor meine Briefe. Wir haben uns jede Woche 1 bis 2 Briefe geschrieben, das jahrelang. Ich habe eine ganze große Truhe voller Briefe. Man könnte jetzt sagen, das ist ja genug. Aber das Interessante an der Geschichte ist, dass sie weitergeht. Und ich glaube, es war der Truffaut, ein französischer Regisseur, hat sich dieses Thema auch gestellt. Er hat gesagt, meine Freunde leben für mich, auch die Gestorbenen. Und ein Dialog mit dem Gestorbenen ist ebenso wie ein Dialog mit dem Lebendigen. Das hat übrigens auch der François Mitterrand gepflegt. Und dann hatte ich noch Fotos von Harald Kreuzberg. Das war auch ein berühmter Tänzer der Zeit. Und dann fing ich an, diese Tänzer zu malen. Immer so Gesten, so. Das weiß ich, immer Ballett, dann übte ich die Finger so zu halten, weil das so aussah, wie Flügel. Und dann, ich habe die Bilder noch von den Tänzerinnen, die ich so als 10-Jährige gemalt habe. Dann floss der Tanz mit die Bewegung ein in die Sache mit den Farben. Und ich hatte ja den Farbkasten, also das kam zusammen, der Tanz und die Farben. Die Natur ist simplement ein Portrait-Charge, c'est une. Espèce de... Ein Auftrag auch, ne? Oui, comment on appelle ça? Persiflage? Persiflage, ja. Die Karikatur. Mais l'humour, c'est autre chose. Ça dégage... Ça, c'est plus proche du surréalisme. Ah oui. C'est plus profond. Oui, et le surréalisme a beaucoup à faire avec la poésie. Oui. C'est pour avec ça que je dis fantaisie. Que le dessin d'humour est beaucoup plus proche de la poésie, mais la caricature est plus proche du calembour. Oui. C'est La caricature, c'est Oktoberfest. Ja, das ist natürlich wahr. Voilà. Die Karikatur, ça se voit aussi dans le dessin. Oui, oui. Elle-même. C'est un peu vulgaire. Ja. Un peu. Et c'est un peu vrai. Das hat mit der Poesie übrigens zu tun. Das Fluidum der Poesie hat so etwas. Nicht Greifbares, aber wirklich Vorhandenes. Das ist jetzt sehr schwer, man kann die Verbindung ist die Seele, glaube ich. Ja, ne? Ja, die Verbindung ist die Wahrnehmung des Seelischen überhaupt. Das Seelische hat eine andere Wahrnehmung. Aber die Poesie hat sowas, wenn alles weg ist, ist es doch noch da. Das ist die Poesie. Die geht nicht verloren. Die Poesie ist das, was nicht verloren geht. Das ist zuallererst Hölderlin hat gesagt, ich bin nicht wahr, ich werde sein. Die Dichter wissen es wahrscheinlich am ehesten. Ich würde sogar sagen, sie wissen es noch mehr als die Priester. Was ist so speziell an Saint-Just? Was ist so speziell an dem Salon? Erstens mal, wenn man schon ein paar Mal dort war, das ist wie wenn du ein Familientreffen machst, mit tollen Leuten, mit tollen Freunden. Ich habe noch nie irgendein Problem da irgendwie gesehen, außer dass mal einer besoffen war. Ja, gut, okay, das passiert dann. Aber ansonsten ist es wirklich so ein richtig... Schöner Austausch und Gespräche und Essen und Trinken. Nimmt sich unwahrscheinlich viel Zeit aber bei der ganzen Sache. Das ist schön, das gefällt mir gut. Si vous aurez l'occasion de parler dans la télévision et dire quelque chose au monde und à tout le monde, qu'est-ce que vous voudriez dire? De trouver un équilibre, d'essayer de développer tous les pays qui ont besoin d'être développés, on relancera l'économie que comme ça. Et d'oublier que l'argent est roi, c'est pas vrai. Also versucht alle Länder zu entwickeln und vergesst, dass der König das Geld ist. Je dirais alles Menschen werden Brüssel.
Carlo Schneider, der Zeichner, den wir interviewt haben, der hat eine Zeichnung, ein Cartoon gemacht, wo ein Politiker mit einer Kanone dargestellt hat und der hat die Ausländer wieder zurückgeschossen über die Grenze rüber weg. Und da gab es mächtig Ärger. Das haben wir nicht sehr gut verstanden, den Spaß. Natürlich, das ist ja auch hart. Es ist hart, es ist super auf die Spitze getrieben, aber es gehört doch dazu, dass man Kritik übt an der Politik. Dass das aber zensiert wird und gesagt wird, ihr dürft es nicht veröffentlichen, in unserer heutigen Zeit, das ist kaum vorstellbar. Wir sind alle zensiert, das ist ja alles unterschätzt, dass wir denken, wir seien frei. Wo sind Sozialisten? Le Sozialon, tout le monde est Socialiste. Jeder, der sagt, jeder in der Welt ist Sozialist. Und jeder in der Welt ist auch Kapitalist. Also was? Parce que tout le monde pense au capital, tout le monde pense au social, mais il faut faire deux caisses à part et deux gestions vraiment différentes. Jeder denkt also an das Soziale und an das Geld. Und ich würde vous dire qu'il faut séparer ça. Na oui. Das muss man unterscheiden. Faut pas mettre des privés avec. Man kann nicht das Private mit all dem mischen. Après, on voit ce que ça donne. Il y a de la spéculation de partout. Et tout tombe automatiquement. On veut racheter l'autre, on rachète l'autre. Et puis après, tout. Même pour les assurances vie, tout marche comme ça avec l'argent, l'argent, l'argent. Selbst für die, mit den Lebensversicherungen klappt es ja nicht mehr. Um zu wissen, was wirklich wichtig ist im Leben, genügt heute ein Blick nach Köln. Im Herzen der Stadt, gerade mal einen Kilometer vom Dom entfernt, stürzen am Nachmittag wie aus dem Nichts das Stadtarchiv und zwei weitere Gebäude in der Severinstraße ein. Die Trümmer fallen auf die Straße und eine im Bau befindliche U-Bahn-Strecke. Mit dem Stadtarchiv könnten enorme kulturelle Werte verloren gegangen sein. Das, was Gegenstand des Films werden sollte, lag plötzlich und unerwartet zig Meter unter Tonnen von Schutt und Wasser begraben. Wie finden wir denn einen Abschluss? Inge war deprimiert und ich konnte vermutlich nicht einmal im geringsten ahnen, wie man sich fühlt, wenn man am Ende seines Lebens seine kreativen Kinder in die vermeintlich sichere Obhut einer Institution gibt und dann feststellen muss, dass diese womöglich für immer verloren sind. Jemand sprach auf meinen Anrufbeantworter, ein Freund, und sagte, wie viel hast du denn in diesem Gebäude? Und da ich noch nichts gehört hatte und mit dem Fahrrad im Wald war, dachte ich, was faselt der für einen Blödsinn? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieser Bunker zusammenstürzt. Dann habe ich abends um 10:30 mein Fahrrad genommen und bin bin dahin gefahren. Dort waren etwa tausende Leute, die das beobachteten und bewachten und absperrten. Und ich sagte, ich habe hier einen kleinen Fotoapparat, meine Werke liegen da drunter. Dürfte ich den Haufen da mal fotografieren? Eine Stunde miteinander da am Planen, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und unser Haustechniker im Rahmen stand. Und er hatte einen ganz roten Kopf, war furchtbar aufgeregt und völlig außer sich eigentlich und schrie mich nur an. Frau Schmidt-Scheier, mit dem Haus stimmt was nicht. Sie müssen raus, Sie müssen hinten rauslaufen. Sie und klatscht, dreht sich um auf dem Absatz und rennt weiter. Was denkt man denn? Das ist ja wie im Krieg. Ja, das war wie im Krieg. Wir wissen, sage ich, was wissen Sie denn? Wir wissen gar nichts und ich sage, wie wird denn jetzt verfahren? Wissen wir nicht. Ein einsamer Handwerker bohrte in dem riesigen Trümmerberg. Und alle anderen beteuerten nur, dass sie nicht befugt seien. Und ich wurde immer wütender. Und ich sagte dann zu einem, haben Sie irgendeine Meinung zu diesem Geschehen? Oder haben Sie überhaupt einen Eindruck? Haben Sie überhaupt irgendwas, regt sich in Ihrem Kopf etwas zu diesem Zusammenbruch? Und dann schüttelte fast jeder den Kopf. Meine Mutter erzählte, er hat dann geweint. Und dann ist er wieder nach Russland abgereist. Und es war das einzige Haus in der ganzen Straße, welches Totalschaden hatte. So wie jetzt in der Severinstraße auch dieses. Am 3. März 2009 um 14 Uhr hat sich unser aller Leben dramatisch verändert. Unmittelbar, nachdem ich mit einigen Kollegen aus dem Haus gerannt war, habe ich am unteren Notausgang stehend mit eigenen Augen gesehen, wie der Magazinbau einstürzt. Mein Kampf für einen Neubau, die Schätze, die man uns anvertraut hatte, alles war innerhalb von Sekunden in sich zusammengebrochen. Hinter
Kulisse eine riesige Staubwolke und ebenso riesige Fassungslosigkeit. Und als ich dann ruhiger wurde, habe ich ein Gedicht gemacht an den Wilhelm Unger, der lange gestorben ist. Ich glaube, es ist jetzt so ungefähr 20 Jahre her. Deine Werke dümpeln jetzt mehr oder weniger zerfetzt im ehemals sicheren, tief unterhöhlten Kölner Archiv. Was sich Bestand nennt, stürzte mit schützender Wand tief in den feuchten Raum, also doch Niemandsland. Vielleicht begegnen sich unsere Werke dort erstaunt über das vorzeitige Treffen, das andere ihnen anberaumt. Wo blieben denn deine Katzen? Taucht eine seltsame Frage, spät unscheinbar in mir auf. Sind auch sie aus der Obhut erneut vertrieben oder fliehen die eigensinnigen Wesen dir zur Seite erneut in fremde Gefilde? Es wiederholt sich. Lässig werden wir fallen gelassen von groben Händen tumber Zeitgenossen. Wir geraten erneut in das Ende der Zeit oder endlich die Unzeit, jenes Gebiet, wo unbekannte Gewalt ihre schwachen Erkorenen mit Haut, Werk und Haaren nebst Seelen geschickter erhält. Ich hoffe, dass Sie das hören können. Das war politisch von allen Seiten mitgetragen. Und was die Frage der Bedeutung des Gebäudes und seines Inhaltes angeht, das Gebäude hatte natürlich einen großen Wert und der Inhalt ist von unschätzbarer Bedeutung. Aber viele andere Gebäude an der U-Bahn-Strecke sind auch von großer Bedeutung und die sind bislang nicht eingefallen. Also, ja, ich sag mal, Spiele werden gemacht. Und im Lesesaal war Aufregung, die Menschen sind da schon eilig dabei gewesen, zusammenzupacken, rauszulaufen. Dann habe ich nur noch geschrien, raus, 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 aber den Gast, den ich hatte, sah ich nicht mehr. Werther war der poetischeste Mensch, den ich gekannt habe. Er stand in seiner Wurstküche und sang Operetten. Er sang: Ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fall gewesen. Aber schon von Kindesbeinen befasste ich mich mit Schweinen. Er hatte eine Schöne mit Schweinen. Ich war auch nie ein Dichter, o Donnerwetter, Parapluie. War immer Schweinezüchter, poetisch war ich nie. Sang er laut und er war so poetisch. Also ich setzte mich dann in die Küche und weinte, als ich das Ding durchsah. Ich habe es aber nicht so richtig vergegenwärtigt. Zum Beispiel bin ich eine Woche vor dem Zusammenkrachen oder so ungefähr so eine Zeit mit so einer ganzen Kiste von Zeitschriften, in denen meine Artikel sind. Dann habe die der Frau Mainz, ist die Mitarbeiterin, habe ich die abgegeben. Dann hat sie gesagt, Sie brauchen das nicht hierher zu bringen. Ich hole das auch demnächst alles bei Ihnen ab. Ich bin freier Sänger in Berlin und habe jetzt im Moment überhaupt nichts zu tun. Und deshalb habe ich über Freunde die Beziehung zum historischen Archiv aufgebaut, die das gemacht haben. Und dann habe ich hier angerufen und gesagt, ja, hätte ich Lust und Zeit zu. Und so bin ich eingestiegen und bin jetzt in der sechsten Woche dabei. Und Sie wussten gar nicht, was Ihnen blüht? Nein, oder? Keine Ahnung. Ich habe Ihnen gestern zum ersten Mal so viele Fotos gezeigt von dem, was mir hier alles abhanden kam. Und ich konnte das mir selber und anderen auch nicht mitteilen, dass mir das irgendwie doch was Einschneidendes ist. Dass im Leben meine Welt verkommen ist. Sie sollten hier aufgehoben sein und ich wollte mich dann nicht mal darum kümmern. Und da es sich bei Musik und beim Libretto um Poesie handelt, die in Wort und Ton hörbar ist, kann ich auch Poesie entdecken bei den Dokumenten eines Archivs, welcher Art und welcher Form auch immer. Und in dem Moment, wo etwas passiert, was im März passiert, ist es dann tatsächlich die verlorene Poesie. Ist verlorene Poesie, ja. Sie sagen das aber wunderbar. Sie sind der Erste.
Und nach einer Woche wagt man sich anzusehen, was denn unter dem Berg liegt, was man ja vorher gar nicht genau im Kopf hat. Dann kriegt man so eine Bestandsaufnahme. Ja, diese habe ich auch eine Woche erst erhalten, obwohl ich schon ein halbes Jahr oder eigentlich 3 Jahre darum gebeten hatte. So. Und dann habe ich weinend dieses Ding geöffnet und dachte, was liegt denn alles unter dem Haufen? Ja, der sogenannte Bestand, es besteht, das Ding, es besteht eben nicht, es wird auch nicht weiter bestehen. Und dann kamen lauter so Dinge, die man nicht mehr, Einladungen zu Ausstellungen, Lyrik und Prosa, die Bände, ganz unter uns ein Buch, eine Texte, eine Bibliografie, die Veröffentlichungen in verschiedenen Medien, also für alle Filmchen, die man aufgenommen hat. Zum Beispiel mit der Gisela Holzinger. Dann viele Fotos mit Freunden wie Campi. Und die Radierungen sind mindestens 25. Das sind die Radierungen. Das ist ein Originalbild, Öl auf Canvas. Und davon, die sind natürlich völlig zertrümmert. Sämtliche Plakate zu Ausstellungen, die habe ich auch nicht en masse nochmal. Und das sind jetzt die Originalbilder. Die sind alle auf Canvas mit Öl und Acryl. Ja, das habe ich übrigens selbst noch nicht. Hab ich alles noch nicht gesehen. Das sind auch Landschaftsbilder. Das sind so typische gemalte Bilder von mir. Die habe ich hier gar nicht in der Wohnung zu sehen, weil man kann das ja nicht mehr, weiß ja gar nicht mehr, wohin damit. Ich weiß auch die Titel nicht. Eisenbahnerhotel, Rheinlandhotel am Abend. Mont Saint-Michel in Eis und Schnee, das weiß ich noch für ihn. Sich entwickelt hat. Kein Museum hat irgendwelche städtischen musealen Bestände. Das sind alles von Privatleuten gesammelte Schenkungen und Stiftungen. Und das ist ein solcher Schatz, den die Stadt hat. Anstatt mit diesem Fund zu wuchern, meinen Sie, Sie müssten eine U-Bahn bauen, von der Sie noch nicht mal wissen, wo sie rauskommt? Was hätte man für 1,5 Milliarden Euro für eine unglaubliche Verbesserung des ganzen Stadtbildes machen können. Für Kultureinrichtungen, dazu rechne ich auch Schulen. Und Köln hätte die große Chance, eine europäische Kulturstadt zu sein. Und es war nichts Lächerlicheres als die Bewerbung um eine Kulturhauptstadt. Es war auch von der ganzen Konzeption her so karnevalistisch, dass in Köln eigentlich immer die Jahrhunderte weitergehen, ob die Pest kommt oder was einstürzt. Man lacht später drüber, man schunkelt, man freut sich. Das ist auch der Charme der Stadt. Aber die Qualität der Stadt liegt doch ganz woanders. Ich habe meine ganze Korrespondenz mit Künstlern. Ich habe ja 59, 60, 61 Kölner Atelier. Da ist John Cage, Feig, Tudor, die ganzen Komponisten. Was war deine Reaktion zuerst? Ich bin Kriegskind. Ja, ich habe die Hohe Straße in Trümmern und in Gebäude gesehen und Leichen auf der Erde, da kann mich das nicht erschüttern. Also das kann mich nicht erschüttern. Alle Materie geht kaputt und wie schnell, das ist eine Sache der Ursache.
Also es wird sowieso nicht kommen. Ich stelle es gut. Manche Dinge, die leben etwas länger. Also die Fürsorge, die würde ich mir wünschen von der Stadt, dass man jetzt Fürsorge trägt und dass man daraus lernt für die Zukunft. Alle Dinge geschehen auch zu einem Zweck, nicht nur aus einem Grund. Als ich den Schuttberg sah, fiel mir ein, wie viele Bilder von mir schon gestohlen worden sind. In Galerien, das letzte im Studio Dumont, sind zwei der schönsten Radierungen, handkolorierte, gestohlen worden. Fällt mir so ein, die ich der Versicherung meldete. Dass ich dann vor dem Schuttberg dachte ich auf einmal, wie gut die gestohlen worden sind. Die wollte wenigstens jemand haben. Während hier nach diesen Werken ja niemand fragt. Ne? Die wurden dem Schutt gewissermaßen überantwortet durch die Nachlässigen. Und in der Nationalbibliothek in Frankreich liegen jetzt Kopien davon? Oder? Nein, die sind. Nee, die habe ich fotografiert, die Bilder, bevor ich sie abgegeben habe. Das habe ich mir auch noch nicht angesehen. Ich sehe nur gerade, dass eine ganze Menge ist. Also ich setzte mich dann in die Küche und weinte, als ich das Ding durchsah. Ich habe es aber nicht so richtig vergegenwärtigt. Ja, doch, das, was da passiert war, habe ich sofort verstanden. Ja. Das ganze Archivgut wirklich lebensbedrohlich verletzt sein musste oder gar ganz verschüttet sein musste. Und dass wir 150 Jahre archivarische Arbeit praktisch für die Katze, das konnte man nur vorziehen. Baulich, aber das hatten wir wieder in den Griff gekriegt. Also ja, das meine ich jetzt. Wir hatten auch geschafft, es technisch aufzustellen. Wir haben also ganz viel Geld gesteckt in die EDV-Anbindung, in neue Software, in Erschließungssoftware, moderne Medien, in super Hochleistungsscanner, in Digitaltechnik für den Lesesaal, für den Nutzer. Das geht ja schnell kaputt. Naja, also das waren ja schwere Maschinen zum Teil auch, die man auch gar nicht rausbrachte. Das ist ja dann alles abgerissen worden, weil zur Rettung der beiden verunfallten Personen musste ja die Feuerwehr quer sich durch den Verwaltungstrakt fräsen. Wir sind da ja richtig mit Abbruchbaggern durch diesen Bürotrakt gezogen, um an diese Einsturzstelle da, wo wir reingefahren waren, zu kommen. Ja, das zu einem Zeitpunkt, als wir auf einem guten Weg waren, das eigentlich passiert ist. Wir fragen uns eigentlich, wieso passiert uns das jetzt ausgerechnet? Ne? Mhm. 1000 Jahre Archivaren ist es nicht passiert. Mhm. Die Juristen, die es gehütet haben bis 1857, seitdem ist das hauptamtlich von Archivaren besetzt. Ne? Dann die Archivare, 150 Jahre archivarische Tätigkeit, das ist nicht passiert. Warum ausgerechnet jetzt, wo wir uns aufmachen, es wieder aufzustellen und es zu retten? Und wen hatten auch den Neubau schon fast durchgesetzt damals? Zu dem Zeitpunkt, an dem es eingestürzt ist, waren gerade zwei Fraktionen mit der Frage beschäftigt, machen wir jetzt einen Neubau oder machen wir es nicht? Als ich jetzt das zusammengerutschte Archiv sah, das heißt diesen todsicheren Bunker, so sah es nämlich aus wie ein Bunker, und die Blöcke des Bunkers schräg stehend und alles in sich versunken, da habe ich das zuerst einmal gar nicht begriffen. Als ich nach Hause ging, dachte ich nur, wie unser Haus. Und ich dachte an meinen Vater, der aus Russland 3 Tage beurlaubt wurde, um den sogenannten Totalschaden sich anzusehen. Und dann hat meine Mutter beschrieben, er stand vor diesem Totalschaden. Ja, hier haben wir ein Foto vom Archiv. Vorher sah es noch schlimmer aus. Und meine Mutter erzählt, er hat dann geweint. Und dann ist er wieder nach Russland abgereist. Und es war das einzige Haus in der ganzen Straße, welches Totalschaden hatte. So wie jetzt in der Severinstraße auch dieses Archiv das erste Haus ist, mitsamt dem, welches es mitgerissen hat. Unglaublich. Eine Wüste. Max Beckmann hat sich auch über die Malerei sehr viel Gedanken gemacht. Er hat gesagt, ich male nicht abstrakt. Mir ist der Gegenstand schon geheimnisvoll genug. Und wenn man genug gründlich eindringt in die Oberfläche und sie genau betrachtet, dann weiß man auch das dahinter. Das ist so ein anderes Denken, ne? Also der Mensch, der Tiefgründige, meint immer, er muss vom tiefsten Grunde her etwas erfassen. Aber auf die Oberfläche blicken, wir blicken in der Malerei ja immer auf Oberfläche. Und daher, dass die Tiefe erfassen. Möchte ich die Freunde auch grüßen, die alle nicht gekommen sind. Sie hören das. So. Ich glaube, das war's. Dann wollte ich noch sagen, mit denen, die nicht gekommen sind und die schon verstorben sind, die sind nebenan. Und die nenne ich.
Also es ist der beobachtende Zeichner. Der hat mich schon an den 12 Jahren fasziniert. Und dann habe ich mir mal überlegt, eine Freundin hat gesagt, wer hat denn eigentlich dir gesagt, dass du malen kannst? Da habe ich gesagt, ja, keiner. Und dann habe ich nachgedacht und dachte ich, ein einziger. In unserem Haushalt, in unserem Handwerkerhaushalt nach dem Krieg, wo nur geschuftet wurde und alles wieder aufgebaut, befasste sich niemand mit Kunst und dergleichen. Das kann man ihnen auch nicht übel nehmen. Aber dann eines Tages kamen zwei Architekten zu Besuch und das habe ich dann sofort die Gelegenheit ergriffen und habe zu einem der Architekten gesagt, ich möchte Ihnen gerne meine Malmappe zeigen. Dann hat er sich die Bilder angeguckt. Mein Vater saß dabei und auf einmal sagte er zu meinem Vater, sieh mal hier, wie die den Fuß gezeichnet hat. Das zeigt, dass sie Talent hat. Das war der eine Satz, der mich auf den Weg gebracht hat. Wie die den Fuß gezeichnet hat, das zeigt, dass sie Talent hat. Welche Werke sind von Ingeborg Drews hier archiviert in der Nationalbibliothek? Eh bien, voilà, nous avons dans cette pochette-ci des photographies, une vingtaine de photographies, je pense, et là une douzaine d'estampes, lithographies principalement. Da man aber alles erst erkennt, wenn es vorbei ist, wenn man überhaupt was erkennt, lebt man doch. Man lebt doch wirklich in Geheimnissen. Jeden Tag. On dit pieds noirs pour les Algériens. Also der Franzose sagt, das sind die Schwarzfüßler. Und der Schwarzfüßler macht den Franzosen die Straße schwarz. Das Tolle ist, dass man das dahinter eigentlich nie entdeckt. Man denkt über seine Eltern nach, wenn man sie nun schon 50 Jahre kennt und denkt, was hat den in seiner Jugend bewogen, den Vater dieses oder jenes zu tun? Warum hat er die Mutter bloß geheiratet? Warum muss es die sein und keine andere? Also so alle Fragen, die man nach dem Psychologischen dahinter stellt oder nach dem Sinn der Welt, das sind alles Spaziergänge. Ne? Man findet ja nicht das den Endpunkt, aber es sind schöne Wege. Ich glaube, ohne die Fragerei kommt man ja gar nicht auf den Weg. Oder man ohne Neugier und Erstaunen. Also das nähert sich einem. Ich glaube nicht, dass man das an der Produzent der eigenen Einfälle ist. Das wird einem gegeben. Die fliegen einem zu? Ja, man hört etwas oder sieht etwas oder bekommt eine Vorstellung. Also ich kann mich nicht hier hinsetzen und so sagen, jetzt mache ich mal ein Bild.
geht einfach nicht. Man kriegt eine Idee. Es ist auch die wirklich, dass man sein Ich entdeckt dabei. Also als ob es vom Blatt her dann zu einem sprechen würde. Die dichterische Sprache ist die absolut eigene. Eine Metapher kannst, wenn du sie niedergeschrieben hast, nur du gemacht haben. Und nicht irgendjemand anders hat diese Metapher auch erfunden. Also in den Gedichten sind absolut deine eigenen Erfindungen. Nach dem gemalten Bild auch eine Radierung gemacht. Zum Vervielfältigen. Tu vois la gravure, là? Ja, das ist die Radierung. Oui. J'essaie de comprendre. Er sagt, ich versuche es zu verstehen, was da so alles passiert. Ich me dis, est-ce qu'on doit pour créer à chaque fois soit une grande Europe ou un truc comme ça, passer par le fascisme, passer par une anarchie totale. Also man versucht, ein wirklich vereintes Europa zu schaffen. Il faut plus de gros partis maintenant. Maintenant, il faut que tout le monde se réunisse vraiment. Ja, und jetzt ist es wirklich nötig, dass die in der Welt zusammenkommen. Et pour relancer notre économie européenne et les autres pays, und zwar die Ökonomie in Europa und auch die der anderen Länder, dass das alles zusammenkommt. Il faut développer l'Afrique, leur aider à se développer. Ja, und dann Afrika muss sich entwickeln. Oui. Et tous les autres pays d'Asie qui n'ont rien pour l'instant et qu'on laisse crever. Les Länder in Asien ebenso. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On regarde le sous-sol, on ne regarde pas les gens qui vivent dessus, ni la faune. On regarde que le sous-sol, que là où il y a la richesse, on veut exploiter. Si on ne peut pas exploiter, on laisse crever. Das geht nicht. Also wenn die Reichheit nur auf der einen Seite ist, das wird eine Explosion geben, wenn sie nicht. Das kommt en règle pas. Les choses entre les pays. On le voit, la forêt amazonienne, on tranche dedans, tout va pour faire des routes, on bousille tout. Tout ça pour le profit. On n'a plus pensé à l'être humain, on pense à un capitalisme galopant qui... Und es ist ein galoppierender Kapitalismus. Où c'est l'argent qui est roi, c'est l'argent qui domine tout, l'argent c'est bien. Wobei das Geld der Kaiser oder der König ist, t'as oui. T'as pas d'argent, t'es de la merde. Ja, scheiße. Dann wird es scheiße, non? Ah oui. Ça devient la merde. Mais c'est comme ça que les gens nous regardent aussi, quand on demande de l'argent, mais vous avez qu'à travailler, trouve-moi une place. Wenn die sehen mich auch so an, wie warum arbeiten sie nicht, warum nehmen sie Geld, par exemple. Vous avez étudié la publique, sa politique. Ben, je me suis présenté au municipal dans cet arrondissement oui. En 2008, l'année dernière. Er hat sich letztes Jahr als Politiker hier in dem Viertel vorgeschlagen. Mhm. Oui. Im Campi war übrigens eine alte Dame früher im Restaurant Campi, im alten Wartesaal, die empfing immer ihren verstorbenen Mann bei Tisch. Und die Kellner legten ein Gedeck mehr hin und die alte Dame saß da und blickte immer auf ihr gegenüber, wo das Gedeck lag. Die anderen Leute sahen den Mann nicht, aber sie sah ihn. Ich habe sofort gesagt, ich will Malerin werden. Und dann begegnete ich mit 15 einem Grafiker, der in der Kölner Werkschule war. Den begegnete ich auf der Straße und lernte ihn dann kennen. Und der hat mich mal mit in die Schule genommen. Da war ich ja 15. Und dann dachte ich, das ist es, ich werde in diese Schule gehen. Meinen Eltern war das sehr fremd. Ich glaube, dass ich das auch nicht gleich gesagt habe. Vielleicht, weil ich wusste, dass ihnen das fremd sein würde. Wenn man so streunen konnte wie die Nachkriegskinder, hatte man natürlich eine freie Welt. Die öffnete auch für die Kunst vieles. Und für den Tanz, ne? Für mich hat der Jazz etwas Melancholisches. Und diese Melancholie von jemand, der weiß, es ist heute nicht so gelaufen, wie es sollte. Und es wird auch nicht so laufen. Aber heute heute gibt mir diese Musik etwas. Und morgen früh muss ich wieder im Ring stehen. Und das ist für mich die Poesie, die durch diese Melancholie vom Jazz sich für mich ausdrückt. Das Glück verpassen. Gewöhnlich verschwand das Glück immer vor oder hinter der Stadt, die man gerade erreichte. Jetzt weiß ich nicht, wie andere Menschen das empfinden. Wenn man zum Beispiel sich eine Vorstellung macht, eine schöne Vorstellung, wie es denn wäre, wenn das und das passiert oder du diesem oder jenem begegnest oder das Schicksal dir im Beruf ein Fortkommen gewährt, womit du bisher nicht gerechnet hast oder dich ein verständiger Mensch antrifft und du lernst ein Verständnis kennen. Ist es nicht so, sehr häufig so,
dass man sich von einer Person etwas verspricht, weil man es in sie hinein gedichtet hat. Und dann verpasst man nämlich das Glück, was man sich vorgestellt hat. Also insofern ist es schon autobiografisch, es hat was mit Illusionen zu tun. Ich kann es eigentlich nicht deklarieren, weil es mir nicht bewusst war. Die Poesie war mir das Wichtigste im Leben. Und die zeigte sich schon in ganz kleinen Moosformationen auf der Erde. Als ganz kleines Kind, ich weiß das alles, ging ich mit dem Fingerchen immer durch das Moos, weil das hatte was ganz Märchenhaftes und Teppichverwebtes. Und alles, was so ganz klein war, alles, was ganz klein war, noch kleiner als ich, ganz kleine Kieselsteine, ganz kleine Glasscherben. Das war wie ein Raunen in denen. Oder wenn sie klirrten, die kleinen Marmorstückchen. Was das für Töne waren. Wenn in den Trümmern kleine Marmorstückchen waren, die holte ich mir raus und die klirrten. Die Sachen, die Sie jetzt sehen, die sind einigermaßen trocken. Wir sehen gleich auch, was damit passiert. Das ist also, sind einmal die Sachen, die direkt mit der bloßen Hand von der Feuerwehr geborgen wurden. Daraufhin, das ist das, was wir hier sehen. Was machen Sie damit, wenn ich das mal so blöd fragen darf? Das ist, ja, im Moment sammeln wir die. Es wird nichts weggeworfen, überhaupt nichts. Wir arbeiten im Moment mit dem Fraunhofer-Institut zusammen, die auch die Stasi-Akten zusammengesetzt haben oder noch dabei sind, wobei dies hier eine viel größere Schwierigkeit aufwirft. Die Sachen sind dreckig, das ist alles Schutt, also es ist staubig und die sind von beiden Seiten beschrieben. Die Sachen, die Stasi-Unterlagen, die ehemaligen, die waren sauber und die waren nur von einer Seite beschrieben und da sind wir gerade dabei mit dem Fraunhofer-Institut zusammen, dafür eine Lösung zu finden, dass die Sachen eingescannt werden und dass man dann irgendwie, Sie müssen sich das vorstellen, wie ein Puzzleteil mit 2 Millionen Teilen, ein Puzzlespiel mit 2 Millionen Teilen und dann wird versucht, die Sachen irgendwie wieder zusammenzusetzen. Das wird erstmal virtuell passieren, anders wird es nicht gehen. Und beim Fallen hat es sich nochmal in sich gedreht. Genau, wie durch einen Mixer durch. Also die Sachen, die die Feuerwehr geborgen hat, da sind in einer dieser kleinen Boxen, ist zum Beispiel eine Handschrift aus dem 15. Jahrhundert neben der Jugendamtakte 1990. Also es ist wirklich total durcheinander. Es ist so, als wäre ich in dem Jenseitigen immer gewesen. Es ist gar nicht gekommen. Das Jenseitige ist ja immer bei uns. Das Jenseitige ist nicht eine Erfindung der Religionen. Ich glaube, dass die Zeitlosigkeit in die Zeit strahlt. Wenn man aufmerksam ist, spürt man es. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und ich war gerade in Paris und habe da 15 Grafiken abgegeben und Fotos und ein paar Bücher auch. Und dachte, ach, jetzt muss ich immer nach Paris fahren, das Zeug dahin schleppen. Und unter anderem habe ich da eine Grafik abgegeben, die heißt Oh, Othello, you forgot your monocular. Du hast dein Monokel vergessen, Othello. Das ist so eine Geschichte, wie best hättest besser hingesehen mit deiner Desdemona. Und das ist eine Grafik, die ich selber schätze und die auch einen Preis gewonnen hat im Museum in Grabovo in Bulgarien. Und die stellt einen Othello dar, der aus Kinder des Olymp so auf der Bühne steht. Das ist der Brasseur, der als Othello auftritt und völlig eifersüchtig auf die Garance ist, welche den Baptiste mehr liebt, das ist eine weltberühmte Geschichte, mehr liebt als ihn. Und als er den Othello spielt, entdeckt er oben auf dem Balkon diese Garance, das jetzt seine Aufführung besucht. Und dann dreht man in einer so ganz vehementen Drehung, sieht er zu dem Balkon hinauf, wütend, mit dem schwarzen Gesicht. Und dann habe ich genau dieses schwarze Gesicht aus der Szene, das habe ich nie vergessen. Ich dachte, das möchte ich mal genauso malen, zeichnen, darstellen. Und das ist mir auch gelungen. Und dann dachte ich, aber es ist so komisch, dass dieser Othello darauf guckt, zu der Garance, auf die er ewig eifersüchtig ist. Und dann ist mir die Idee mit dem Monokel gekommen und mein Othello hat ein Monokel.
bin ich aber wirklich platt. Beim Bestand hast du gefunden? Der Nette hat mir das nämlich hier mir noch weiter gezeigt. Wow. Und da hab ich zufällig eine Grafik gesehen. Es ist jetzt möglich, dass es nicht alles ist, aber es sind sogar Grafiken. Das ist mit Sicherheit nicht alles, aber es ja. ist auf jeden Fall was. Ein Hoffnungsschimmer. Also, wir sind hier entlang gegangen und da habe ich ein paar Fotos gemacht von besonders diesem Prunkstück, was er mir gezeigt hat. Das ist ein Regal mit Archivalien. Das ist das ehemalige Regal und die ehemaligen Papiere. Ist das nicht sagenhaft schön? Regal, so, die städtische Akte hier. Ne? Das ist ein Bruchstück. Hast du davon ein Foto gemacht? Ja. Das ist ja an sich schon ein Kunstwerk geworden. Es gibt leider nicht so viele davon. Also wir haben diverse, Ja, da kommen demnächst die Künstler und klauen in solche Sachen. Nee, das klaue ich eben nicht. So, jetzt gucke ich hier weiter und denke, was ist das denn? Ach, und dein Othello. Das sind meine Sachen. Das ist der Othello. Damit habe ich einen Preis gewonnen. Das Original ist auch da unten drin. Das ist jetzt nur der Katalog von dem Gravoro-Museum. Und da sind sogar Siebdrucke, und zwar etliche. Also das hätte ich im Traum nicht gedacht. Die sind völlig trocken. Ah, das ist gut. Das haben wir gescannt, eingescannt. Also das ist eine ganze Serie gewesen. Aber nicht nur das. Also ich bin wirklich sprachlos. Ich habe nämlich dem Dr. Kleinitz mal so eine Serie von Siebdruck gegeben, die Entstehung, wie ein, als Beispiel, wie so ein Siebdruck. Erst ist es das und dann nachher kommt die Zeichnung, dann kommen die Farben dazu. Ach was, das kann ich nie mehr machen. Man kann das in der Schule ja gar nicht mehr machen. Ja, das ist doch klasse. Ne? Das ist natürlich der Idealfall. Kommt sehr, sehr selten vor. Ne? Wir haben halt 30 Kilometer Achsen, einige 100.000 Großformate, so wie wir hier liegen. Guck hier. Sag mal, dann so ein Zufallstreffer da mal. Zum Depositum in das historische Archiv habe ich dann. So. Das ist doch schön. Ja, das ist halt. Jawohl. Das ist mal ein Bild hier. Genau. Und das sind Erstversorgungstelefone. So, jetzt sind da nämlich auch Bilder noch oder ja, eins oder so. Halt das mal hoch, dann mache ich ein Foto mit einem Fotoapparat. Ja. Mit dem Wellershoff, mit dem habe ich gerade was haben wir einen Film gemacht, mit dem Wellershoff. Ja, den habe ich auf der Straße getroffen, weil ich in der Gegend wohne. Ja. Und da habe ich gedacht, haben Sie Sachen in dem Archiv? Sagt er, ja, aber das ist mir vollkommen egal, das sind so Briefe, meine Bücher sind wichtig. Und da hat die Anne Dorn ja sowas geschrieben, dass sie das also gar nicht komisch findet, dass er so gleichgültig ist. Sag mal, wie fühlst du dich jetzt, nachdem wir deine Bilder ausgegraben haben? Erstversorgerzentrum. Ich fühle mich noch gar nicht, weil ich das gar nicht glauben kann. Wie lange ist jetzt der Absturz des Archivs her? Im März war das. 2 Monate. So. Und in dieser ganzen Zeit hätte ich nicht im Traume vermutet, dass ich von mir irgendetwas aus diesem Schutt noch wiedersehen werde. Als der Schutt gerade neu war, dachte ich so in einem Anflug, und wenn du jetzt mal eine Radierung oder ein Bild oder ein Stück von einem Buch von dir findest, ob das dann nicht wieder die ganze Geschichte dir anders gestaltet, dass du jetzt nach dem ganzen Eklat denkst, aha, doch was übrig geblieben oder so. Also ich hatte mich jetzt schon so eingeschaukelt in meinen Pessimismus, dass das Archiv vorbei ist und dass ich auch nichts mehr weiter archivieren kann, weil das Archiv war für mich so eine Art Bunker. So. Und das ist auch eine Kriegsgeschichte, dass man denkt, man bringt was in dem Bunker unter und da wird es überleben. Ich habe die Gisela Holzinger, die Schauspielerin Gisela Holzinger, sehr geliebt. Und als sie alt war, hat sie mich behandelt wie eine Großmutter ihr missratenes Kind. Sie hat dann immer gesagt, wenn ich mal wieder ein Flecken auf ihre Teedecke machte, auf ihre schöne gestickte Decke mit dem Tee, dann sagte sie, kannst du nicht aufpassen? Und sie sprach immer so zu mir. Oder sie sagte, ich möchte mit dir einen Ausflug machen. Habe ich gesagt, ja, gerne. Und da kam sie an vor meiner Tür und schellte. Und es stand vor der Tür ein weißer Mercedes mit einem in fein gekleideten Chauffeur, der aussah wie Willi Birgel. Und sie stieg aus und hatte einen Wagenradhut, so einen Hut an. Ich habe Fotos von ihr gemacht mit diesem Wagenradhut. Und sie war so hochelegant und sie hatte weiße Waschlederhandschuhe. Und ich stieg in diesen Mercedes und dachte, ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Ich sah aus wie eine Gouvernante. Ich hatte ein braves dunkelblaues Kleid an
Und Gisela fuhr mit mir aufs Land und dann haben wir schön Kaffee getrunken und mit Willi Birgel, dem Chauffeur, uns an den Tisch gesetzt und lustig erzählt. Und als sie gestorben war, sagte ihre Nichte, du kannst sie dir nochmal ansehen. Sie ist aufgebahrt in der Weiherstraße und sie hatte sich so einer Religionsgemeinschaft angeschlossen. Die bahrten die Toten noch auf. Und dann hatte ich sowas aber noch nie erlebt. Und ich fuhr mit meinem Fahrrad durch die Weiherstraße und dachte, oh Gott, wie wird das denn aussehen? Und liegt sie da in einem Sarg? Und dann habe ich an diesem Haus geschellt und wurde von einer Dame vor die Tür gebracht, wo hinter sie nun lag. Und sie lag da ganz alleine. Und sie lag in einem Souterrainraum, der so ein mittleres Licht hatte und 6 schöne dicke Kerzen neben ihrem Sarg. Und die Dame, die mich hereingeleitet hatte, sagte, ja, sie ist im Moment noch da. Also diese Religionsgemeinschaft glaubt wohl das Gleiche wie ich. Und ich setzte mich dann neben den Sarg und da lag sie mit ihrem schönsten Sommerkleid, mit dem ich sie auch bei der Übergabe ihres Nachlasses an das Schloss Wahn noch fotografiert habe, wie sie als charmante ältere Frau Hölderlin las. Und sie las ihn so perfekt, so alt sie war. Und ihre schönen kleinen Geschenke von Chargesheimer übergab sie dem Museum. Seine kleinen Zettelchen, die er überall an den Spiegel geheftet hatte, mit lustigen Bemerkungen. So hatte ich sie in diesem Sommerkleid noch fotografiert und damit lag sie nun im Sarg und ihre weißen Waschlederhandschuhe lagen auf dem Kleid. Und sie lag da so wie immer, das heißt, wie sie immer gesessen hatte, nur hatte sie die Augen zu. Ein Auge war noch etwas offen. Und ich schlich um den Sarg und sprach mit ihr. Und ich fand es so angenehm. Also die Angst, bevor ich den Raum betreten hatte, war völlig sinnlos. Sie lag ja da, sie war einfach da. Und ich sagte, also pass auf, ich habe dich immer fotografiert. Bildschön, todkrank, in jeder, zu jedem Zustand. Ich fotografiere dich auch jetzt. Dann bin ich mit meinem kleinen Fotoapparat, immer so ein billiges Ding, um sie herum geschlichen und habe wirklich schöne Fotos von der toten Holzinger gemacht. Und auf einmal sagte sie aus dem Sarg, jetzt ist es aber genug. Das ist so ein Beispiel, ne? Wie einer einfach weiterspricht. Und dann sagte ich, hast du jetzt das Auge aufgemacht? Das war mir dann etwas unheimlich. Und ich habe eine ganze Stunde da gesessen und wir haben uns ausgetauscht, wie immer. Ganz komisch. Welcher Gedanke mir in den Kopf fuhr, als ich das Zimmer verließ, in dem mein Vater starb, in meiner Gegenwart starb. Ich verließ das Zimmer mit folgendem Satz im Kopf. Man spricht ja auch mit sich selbst. Mhm. Jeder spricht mit sich selbst. Mhm. Wir wissen das. Ja. Also still, ohne die Lippen zu bewegen, reden wir eigentlich ständig mit uns selber. Mhm. Nur ist es so normal, dass wir das gar nicht bemerken. Nur in dem Moment war das wie ein Hammer. Jetzt bist du erwachsen. Das heißt mit anderen Worten, das Sterben eines mir sehr nahestehenden Mannes, meines Vaters, war für mich also die absolute Reifeprüfung. Ich glaube, das ist allgemein. Absolute Reifeprüfung. Wenn du mit dem Tod nichts zu tun hast, bist du nicht erwachsen. Als ich merkte, dass ich immer nur so lustig bin, wie du mich auf dieser einen Seite kennst, da wurde ich sehr krank und fast irre. Und da sagte mir jemand, sie müssen sich mit dem Tod befassen. Und es war genau das, dass mir der Ernst fehlte und dass ich mit diesem Ernst auch zu dem Ernst der Gedichte kam. Du sagst lustig. Das habe ich nicht gesagt, dass du lustig bist. In dem Sinne. Ich bin einfach lebensfroh. Das bist du doch. Ich bin sehr lebensfroh. Und so, das spiegelt. Ich bin lebensmüde. Ich bin beides. Ich bin ach, das eine, ja, das also andere. Das eine leide ich. Das eine kann ich gut leiden und das andere kann ich nicht leiden. Bei mir kommt das lebensfroh in einen ganz ähnlichen Kanal, nämlich in den satirischen. Und da komme ich bei anderen Leuten auch sehr gut an. Ich komme mit meinem Ernst nicht an. Dann sagen die Leute, das bedrückt mich. Ja, das sage ich ja auch ganz offen. Die beiden schon zu ihrem Turmbau minus. Ganz unbabylonisch minus kommen, Komma. Haben es mit Armen, Komma, Köpfen und Beinen geschafft, Komma. Das entwickeln, Gedichte zu entwickeln, um sie dann erklären zu müssen. Ich erkläre gar nichts, ich möchte selber lesen. Also entweder ich streiche das ganze Interview, ich mache das nicht mit.
Das ist, bin nicht ich, da bin ich keine Spur drin, ob du blind bist oder nicht. Ich möchte das hier klarstellen. Ich habe damit nichts zu tun. Mit jemandem, der liest und die Ausrufezeichen zitiert und die Zeilen falsch liest, das ist mein Gedicht überhaupt nicht. Ja. Und das ist auch nicht triste. Darf ich jetzt mal ein Stück selber lesen? Darf ich das mal in diesem Raum? Ja. Da lacht das Herz des trüben Kindes der Depression. Er hebt sich wie ein lila Luftballon betört im Zelt und fliegt davon. Es gluckst vor Lust, ruft laut Trara und weiß nicht mal, wie ihm geschah. Ist das so trist? Was du mir da vorgeführt hast, das macht mein Gedicht kaputt. Da würde ich es nie hineintun, nie im Leben. Aber Liebe, das ist doch eine Maschine. Ja, damit kannst du ja auch Texte lesen, aber doch keine Gedichte. Die macht ja jedes Gedicht kaputt. Mir ganz eindeutig gezeigt, dass der Körper, so wie wir gebaut sind, klaglos bereit ist, zu übernehmen mit anderen Sinnen. Wohlgemerkt, die werden nicht besser. Besser, das geht gar nicht. Mein Gehör kann unmöglich besser werden. Das hat mir meine Ohrenärztin auch noch bestätigt. Aber die Interpretation ändert sich. Aber das, was du vorher nicht gehört hast, ist plötzlich da. Und dann habe ich festgestellt, es sind eine ganze Menge Siebdrucke, ein Originalbild. Ich wollte dann auch gar nicht weiter wühlen, wie viel von dem Bestand erhalten ist. Der Umstand, dass das auf mich zukam, aus einem der vielen Kartons, ich weiß nicht, wie viele Archivalien sind denn da? Vergleich das mal in der Menge. Und dann bei einem ganz offiziellen Besuch, wo uns ja nur mitgeteilt werden sollte, wie man mit den Archivalien verfährt, dass man sie trocknet, dann weiter verteilt und so. Also ich habe nicht erwartet, dass in dem ganzen Wust, der übrigens ja wirklich wunderbar geordnet ist, mich ausgerechnet ein Bild von mir ansieht. Also ich weiß nicht, ich bin immer noch so erstaunt, weil ich habe mir ja mein Weltbild zurechtgezimmert, dass alles zu Schutt wird, Ashes to Ashes, und habe schon meine wütenden Artikel geschrieben, zu denen ich auch weiterhin stehe, das Archiv hätte nicht zusammenbrechen dürfen. Da ist da was faul, nach wie vor. Aber der Umstand, dass ich dieses Glück im Unglück habe, das macht mich dem Zufall auch sehr dankbar gegenüber. Ach, interessiert. Und jetzt komme ich zu einer ganz anderen Geschichte, die sowas mit Zufällen zu tun hat. Mein Vater war mal irgendwo in Urlaub und hat dort einen Löwen auf dem Schoß gehabt. Und er kam nach Hause und zeigte uns das Foto, wo er mit einem, ich bin übrigens eine Löwe geborene, wo er mit einem Löwen auf dem Schoß sitzt. Das ist dein Vater? Ja. Und mein alter Freund Attila Zoller, der 1998 gestorben ist, mit dem ich 40 Jahre befreundet war, von dem ist eine Biografie erschienen, auch mit einem Gedicht von mir und auch mit Beschreibungen. Und in dieser das ist der Attila Zoller, so in seiner letzten Zeit. Das ist das Gedicht von mir in Ungarisch. Hier ist es in Deutsch. Das ist auch in Ungarisch in dem anderen Buch. Nee, das ist der Freund. Aber in der gleichen Pose. In der gleichen, mit einem ebenso großen Löwen auf dem Schoß. Ich finde, das sind ja nun nicht alltägliche Angelegenheiten, dass einer auf einer Bank im Freien mit einem Löwen sitzt. Und solche Dinge finde ich immer sehr wunderlich. Ich will das nur erzählen, weil Bilder mir wunderlich vorkommen oft. Mhm. Und ich selber mache ja auch wunderliche Sachen. Also erzählen Sie mal, was Sie so in der Hand hatten von der Frau Drews. Aus dem Vorlass, was wir Ihnen sagen von Frau Drews, sie ist ja noch wirklich lebendig, hatten wir einige ihrer Zeichnungen. Die waren recht gut verpackt und deshalb auch im Überformat und als solche mit Bestandsnummer versehen und zu erkennen. Und die mussten, deswegen haben wir so gut erkannt, umgepackt werden auf Palette. Weil Zeichnungen tun wir natürlich nicht, die gut erhalten sind in den Karton. Und die sind dann von hier aus, von der Anschlussstelle, von der Severinstraße, nach Porz in unser Erstversorgungszentrum gebracht worden. Und dann entsprechend grob gereinigt und dann in die umliegenden Archive, die uns Platz angeboten haben, verbracht worden. Dort also optimal aufbewahrt zu werden bis zur Neuordnung unseres Archivs. Ah, prima. Und wann ist jetzt sicher, was jetzt gefunden wurde, endgültig, was ist noch gut erhalten, was ist nicht mehr gut erhalten? Also da kann ich im Moment überhaupt keine Zeitangabe machen. Wir werden nach Abschluss der Bergung hier an der Severinstraße
Und nach Abschluss der Arbeiten in Port, das Erstversorgungszentrum wird noch ein, zwei Monate Nachlauf haben. Werden wir dann erst ausschwärmen können in die Archive, die uns Raum angeboten haben, um zu sichten, welche Bestände sind vorhanden, in welchem Zustand. Und auch uns an die Signaturen machen. Die Bestände, die durchsigniert sind, also Signaturen haben, können wir ganz leicht wieder zuordnen, weil wir noch die Findbücher haben. Also Findbücher, wie der Archivar oder die Archivarin eben sagt. In Findbüchern ist ja aufgeschrieben, welche Signatur, welchen Inhalt, also welchen Akteninhalt hat. Mhm. Und das wird dann unsere nächste Aufgabe sein, das zuzuordnen. Prognose, wie viel könnte erhalten bleiben von dem Ganzen? Das wage ich nicht. Das wäre keine seriöse Aussage, wenn ich da. Paul war ein Atheist und wollte mit diesem ganzen Jenseitigen nicht das Geringste zu tun haben. Und sagte immer, wir müssen in unseren Gesprächen das auslassen. Du gehst mir furchtbar auf die Nerven. Ich wusste aber, dass es nicht aufhören wird. Und ich verfasse ihm Briefe, die nicht das alte Zeug erzählen, überhaupt nicht. Und die Antworten, die ich in mir höre, nun würde jeder Psychologe sagen, natürlich hörst du ihn in dir, du hast ja seine Stimme jahrelang gehört. Es ist aber etwas anderes. Er sagt ja wieder neue Sachen. Aber das ist Grundsätzliches. Man dachte ja nach dem Krieg auch, es ist alles kaputt. Und das gibt es, glaube ich, nicht. Es ist nie alles kaputt. Aber man macht sich so ein Fazit. Man denkt, ich glaube, die Menschen, die auch vor ihren zertrümmerten Häusern oder die den Untergang Ostpreußens beschrieben hat, die Gräfin Dönhoff, wenn sie beschreibt, wie die Menschen auf der Flucht da alles verloren und immer von einem Dorf ins andere kamen und dann waren schon Menschen umgebracht worden und es blieb einfach nichts übrig. Und ich war ja mit einem Menschen verheiratet, der von so einem ostpreußischen Gut stammt und alles in der Kindheit verloren hat. Und als das Archiv zusammenbrach und ich ihm das mitteilte, sagte er, weißt du, was ich verloren habe? Und dann dachte ich, in der Relation ist es eine Heimat zu verlieren und nicht mehr an seine Kindheitsorte zurück zu können, weil sie vereinnahmt und entstellt worden sind. Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Ob man Werke verliert, ich weiß nicht. Aber Werke sind ja auch wie Kinder. Werke sind auch wie Kinder und Heimatboden ist auch unersetzlich. Ist das auch ein bisschen Genugtuung für dich, dass ein paar deiner Kinder überlebt hat? Ja, ja. Weil das halt, man hat ja immer auch, die Menschen haben ja immer Angst, dass eins ihrer Kinder sterben könnte. Und die Kinder sind die Hoffnung, die Werke sind gewissermaßen auch die Hoffnung. Also die Künstler, die immer so tun, als hätten sie damit gar nichts... Würden sie damit nichts verbinden, das sei eben nicht so wichtig, das getane Werk ist getan und dann ist es eben weg. Ob es jemand gekauft hat, ich war ja sogar immer zu vorsichtig, die besten Werke zu verkaufen. Die habe ich immer gehortet und versteckt. Ich hatte dann das Gefühl, das ist hinter meinen Vorhängen besser. Jeder hat da so andere Dinge. Es gibt auch Maler, die malen ihr Bild nie fertig. Oder sie zeigen es keinem. Da gibt es ja zahlreiche Geschichten. Und für mich war das Bivar. Ich habe selber so eine Archivarenseele. Ich will alles bewahren. Deshalb wächst mir auch die Wohnung hier über den Kopf. Ich habe ja nur ein Kind und meine größte Angst ist, dass diesem Kind etwas passiert. Das fällt genau diesem Kind natürlich sehr auf die Nerven. Man kann das auch nicht äußern. Man ist als Mutter wirklich lästig mit seiner Sorge. Aber ich glaube, es ist immer die größte Sorge der Mutter. Wenn du jetzt die Werke mit Kindern vergleichst, dann ist das ein bisschen so geistig. Die Poesie war mir das Wichtigste im Leben. Ah, le sable, toi qui m'aimais, et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Je t'aimais, mais la vie c'est pas ce qui s'aime.